Barcelona, Miami, geht es für Superstar Shakira, 46, nach dem hässlichen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Gerard Piqué, 36, wieder bergauf? Die Sängerin plant ein neues Leben in den USA, mit ihren Kindern und auch mit einem neuen Mann? Es hört sich nach dem perfekten Neustart an. Wie die britische Zeitung Daily Mirror berichtet, will Shakira bereits in wenigen Wochen mit ihren beiden Söhnen Milan, 10, und Sascha, 8, nach Miami aufbrechen, nachdem der Vertrag um das Sorgerecht mit ihrem Ex-Piqué in trockenen Tüchern ist. Allzu verwunderlich ist der geplante Neuanfang in Florida nicht, denn die gebürtige Kolumbianerin hat Familie und Freunde in der sonnigen Metropole an der US-Ostküste. Doch sind die allein wirklich der Grund für Shakiras Umzug nach Amerika? Offenbar nicht. Nach einem Bericht der spanischen Nachrichtenseite OK Diario soll dort ein mysteriöser Mann auf die erfolgreiche Musikerin warten, mit dem die Ex-Frau von Fußballstar Gerard Piqué bereits seit 4 Monaten in Kontakt stehen soll. Die 46-Jährige habe den geheimnisvollen Unbekannten vor einiger Zeit in Miami kennengelernt, bevor sie den bissigen Diss-Track gegen ihren Verflossenen und dessen neue Freundin Clara, 24, geschrieben habe, heißt es in dem Bericht. Umzug nach Miami war Streitpunkt zwischen Shakira und Piqué. Wann genau die Waka Waka-Interpretin mit ihren Söhnen ins sonnige Miami ziehen wird, ist noch unklar. Allzu lange soll es aber offenbar nicht mehr dauern. In einigen Berichten war bereits vom 1. April die Rede. Shakira und ihr Ex-Partner Piqué, der auch der Vater ihrer beiden Kinder ist, hatten sich nach ihrem Beziehungsaus im Sommer vergangenen Jahres vor einem spanischen Gericht um das Sorgerecht für ihre Söhne gestritten und schließlich eine Einigung erzielt. Genaue Details des Vertrags sind nicht bekannt. Berichten zufolge soll dabei aber auch der geplante Umzug der 46-Jährigen auf einen anderen Kontinent für Diskussionen zwischen dem zerstrittenen Ex-Paar gesorgt haben. Dennoch scheint die Zweifachmama ihre Pläne jetzt schon bald in die Tat umsetzen zu wollen. Ob wirklich ein neuer Mann der Grund dafür ist, dass Shakira es damit so eilig hat, behält sie bislang noch für sich.